Arbeit von Menschen für Menschen in Äthiopien die Vielzahl langfristig angelegter landwirtschaftlicher, medizinischer und technischer Projekte und zahlreicher Programme auf dem Gebiet der Bildung und Ausbildung sind zu einem Begriff für erfolgreiche Entwicklungshilfe geworden. Ist die Not vor unserer eigenen Tür nicht groß genug? Ich weiß sehr gut, dass es immer wieder diese Fragen sind, mit denen ihr alle in Gesprächen, Veranstaltungen und am Informationsstand konfrontiert werden. Heute, beziehungsweise dass heute hier in Frankfurt 150 ehrenamtliche Aktive, ich weiß nicht, ob es genau so viele sind, aber ich nehme schon an, ungefähr, ehrenamtliche Aktive anwesend sind, lässt für mich keinen Zweifel offen, dass jede und jeder von euch diese Fragen für sich persönlich beantwortet.